Sie gingen zigtausend Mal durch fremde Hände. Sie bestimmten das Leben von Menschen, den Wohlstand und den Besitz. Sie waren immer begehrt und sind es bis heute. Und viele von ihnen überlebten die Jahrhunderte der Geschichte. Münzen und Medaillen. Sie erzählen aus der Vergangenheit. Geldscheine für ein Stück Metall. 100 deutsche Mark, 1000 oder gar 10.000 bezahlt mancher Sammler für eine seltene Münze. Eine Leidenschaft, für die man schon mal tief in die Tasche greift. Das Sammeln alter Geldstücke ist weit verbreitet und nicht selten erlangen Goldtaler oder besondere Prägungen heutzutage einen weitaus höheren Wert, als sie in den Portemonnaies unserer Vorfahren je hatten. Münzen erzählen Geschichte. Jede Epoche, jedes Land, jeder Herrscher verewigte sich auf ihnen. Und noch heute lassen sich wirtschaftliche und politische Verhältnisse nachvollziehen. Auch die kleine Fachgruppe Numismatik des Schweter Kulturbundes sucht in ihren Stücken nach der Historie der Uckermark. Am vergangenen Wochenende zeigten die Mitglieder Teile ihrer Sammlungen im Kulturhaus Neue Zeit. Eine Ausstellung mit Münzen und Medaillen aus Geschichte und Gegenwart, aus der eigenen Region und aus aller Welt. Von beinahe unberührten Exponaten im sogenannten Stempelglanz bis hin zu abgegriffenen Denaren des Mittelalters. Angermünde hatte zu dieser Zeit eine eigene Münzstätte, auf denen ein Silbergroschen geprägt wurde. Hier einige schöne Exemplare des Heimatvereins. Und in den Jahren großer Not entstand das sogenannte Notgeld in vielen Städten der Uckermark. Ja, Notgeld, das sagt eigentlich der Name schon, es sind Geldzeichen, also Scheine oder Münzen, die hergestellt wurden, weil man Mangel an gültigem Geld hatte. Zum Beispiel in Kriegszeiten oder während der Inflation. Erhalten sind Geldscheine aus den Kreisen Prenzlau und Angermünde, Gutscheine der Schweter Kaufmannschaft oder Kriegsgeld der Städte. Notgeld wurde besonders regional herausgegeben, weil da der Aufwand und der Bedarf am besten abgestimmt werden konnten. Wilfried Heise ist Spezialist auf seinem Gebiet. Wer einmal angefangen hat, alte Münzen zu sammeln, kommt so schnell nicht wieder davon los. Die Faszination des Edelmetalls ist ungebrochen und so manches wertvolle Stück schlummert bis heute wohl verwahrt in den Schubladen von Oma und Opa, noch unentdeckt von der Numismatik. Immer wieder sorgen auch Schatzfunde für Schlagzeilen. Ein Sammler jedoch muss sich stets mäßigen, sonst wird sein Hobby teuer. Die Haaren wegen vom Adler und so von der Schlange, die sind ja nur tipptopp. Ja, also wenn man es intensiv betreibt, ja. Man muss natürlich seine Möglichkeiten einschätzen und dann das Gebiet auch abstecken. Nicht? Also man darf nicht nur denken, es wird nur Gold und Silber gesammelt, sondern man muss sich auch mal, und das ist auch interessant, mit Aluminium oder mit Kupfergeld, ich möchte sagen, Anführungsstrichen begnügen. Aber das ist genauso wertvoll in der Aussage wie ein teures Stück. Doch Vorsicht, wer sein Geld nur anlegen will, sollte es nicht in die überdimensionierten Gold- und Silberprägungen aus aller Welt stecken. Die Münzsammler des Kulturbundes beraten gern und meist kostenlos, welche Medaillen und Sonderprägungen von Wert sind. Und Einsteiger sollten ohnehin vorher ein Sammelgebiet abstecken. Russland, nach 1991, überschwemmt uns mit Münzen, mit sehr schönen, geprägten Münzen. Dort muss man nun entweder auf Bauten, auf Tierserien oder Prima Ballerina, das sind so die großen Serien, zurückgreifen und muss auch sagen, stopp, bei Silber höre ich auf. Auch Orden und Anstecker, Auszeichnungen und Sonderprägungen werden aufbewahrt. Numismatiker gehören eben doch zur Gattung der Jäger und Sammler.